Wir legen uns mal eine Fackelspur oder so. Oder eine Spur aus dem Netherstein. Irgendwie sowas. Das ist ein Baum, okay. Wir gucken uns einfach mal um. Würde ich mal behaupten. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Kann ich die Grafik vielleicht noch ein bisschen höher stellen? Probieren es einfach mal. Ja, es sieht gar nicht mal schlecht aus. Und das ohne großes Ruckeln. Im Gegenteil. Läuft ja recht flüssig weiter. So. Ja, dann schauen wir halt mal, da sind ein paar Schweine. Was haben wir hier links? Hier links ist wieder Wasser. Sind wir auf einer Insel gelandet? Ich meine, es kann sein. Also keine Ahnung, aber... Das ist schon ziemlich krass. Es soll jetzt auch Lamas geben. Habe ich vernommen. Soll es also auch Lamas geben. Ich glaube, wir sind auf einer Insel. Das wäre es ja jetzt. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Weil man sieht ja auch von da den roten Stein. Ziemlich gut. Hauen wir hier noch einen hin. Hier eine Fackel. Ja, wir finden schon wieder heim. Hier ist es ganz nett eigentlich. Ich finde sowieso diese, in Anführungsstrichen, unberührte Natur in Minecraft immer recht hübsch. So, jetzt sind wir wahrscheinlich einmal im Kreis gelaufen oder befinden uns im Begriff dabei, das zu tun. Kürbisse haben wir hier auch. Nett. Brauchen wir jetzt aber gerade noch gar nicht. Und hier gibt es noch ein bisschen Wasser. Ja. Müssen wir halt mal schauen, ne? Neues Biom gibt es, glaube ich, keines. Pferde haben wir auch am Start. Neues Biom gibt es, soweit ich weiß, keins. Mit der neuen Version. Aber, ja. Das wäre jetzt auch ein bisschen viel verlangt, ne? Ja, und was habe ich vor... Oh, ein Dorf. Ja, wir nehmen es mal mit, ne? Eigentlich sind die Dörfer jetzt nicht mehr so spannend mittlerweile, weil wir alles schon gefunden haben, was man finden kann. Ach, guck mal. Cool. Haben wir aber, glaube ich, auch schon gesehen, ne? Hier gibt es ein bisschen Weizen. Ha. Weizen, Weizen, Weizen. Was haben wir hier? Kartoffeln. Ja. Hi. Aha. Es soll jetzt auch Karten geben, ne? Gibt es hier nicht irgendwo auch Karten? Das sind auch Kartoffeln. Und Gedönse. Ha, vielleicht gibt es hier auch eine Schmiede. Dann können wir da nochmal reinschauen. Das hier ist ja auch ziemlich cool, dass hier aus Holz ist. Voll der Anlegesteg. Da drüben ist unser Boot irgendwo. Guck mal, da sieht man das Portal. Gar nicht weit weg von dort. Praktisch. So, ist hier noch jemand drin? Guten Tag. Kartograf. Aha. Toll. Toller Typ. Verkauft mir aber keine Karten, leider Gottes. Haben wir noch einen Kartografen hier im Dorf? Du bist kein Kartograf. Was bist du? Ein Geistlicher. Ah ja, dann bist du auch ein Geistlicher, ne? Ja. Ihr seht ja alle gleich aus, ihr Geistlichen. So, darf ich mal? Nein. Nein. Danke. Hallo, du bist ein Kartograf. Nee, du bist ein Bibliothekar. Ja, nee, muss nicht sein. Du bist wahrscheinlich ein Bauer. Rüstungsschmied, aha. Würde also jetzt mal meiner Logik nach bedeuten, es gibt hier auch eine Schmiede in dem Dorf. Die Frage ist nur, wo die ist. Ich mache mal die Musik wieder an übrigens. Da. Und gleich mal das nächste Lied. So. Oh. Dö, dö, dö.
Schön, gleich mal To the Moon Musik. Ich möchte nämlich wieder Lieder aus Spielen hier in die Playlist einfügen. Und da habe ich als erstes mal Trackmania genommen. Hab da ein paar Soundtracks aus Trackmania 2 reingehauen aus Canyon und Valley. Und auch von To the Moon, wie man hört, haben es einige Soundtracks hier in die Playlist reingeschafft. Und das auch voll zu Recht, wenn ihr mich fragt. Ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Hier sind keine Schafe nirgendwo. Doch, da vorne. Können wir uns ja doch noch ein Bett craften vielleicht, bevor es hier ungemütlich wird. Was ist denn das da? Eine neue Art von Pilz vermutlich. Oh. 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 So, hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, wir müssen uns hier gerade mal grabben. So. Das war ein bisschen viel. Naja. Ah, ein paar Crafting Table. So, 1, 2, 3. Dann haben wir einmal die braune Wolle und die weiße Wolle und haben ein Bett. Zack. Ist jetzt halt ein bisschen gefährlich, wenn wir das Bett mitnehmen, ich weiß. Denn dadurch wird unser Spawnpunkt zurückgesetzt. Heißt also, sollten wir tatsächlich mal sterben, was wir natürlich vermeiden wollen, dann würden wir einfach an unserem Strandhaus spawnen. Und alles wäre futsch, was wir gefunden hätten. Außer wir finden da zeitig hin, was ich nicht glaube. Von daher sollten wir es vermeiden zu sterben. Wie wäre es damit? So, ich glaube, hier gibt es keine Schmiede, ne? Das hier ist auch ein Haus mit Büchern. Das ist nix, das ist nix. Das hier ist so ein ganz normales Wohnhaus. Ja, auch so ein Haus mit Büchern. Das hier war ein ganz normales Wohnhaus. Und größer ist das Dorf auch nicht. Von daher leider keine Schmiede für uns. Schade, obwohl es einen Schmied gibt. Macht gar keinen Sinn, aber gut. Da kann man nichts machen. So, wir gehen mal hier rein in den Wald. Ich hoffe nämlich, dass wir vielleicht etwas finden können. Das wäre jetzt extrem geil, wenn wir es jetzt hier auf Anhieb finden würden, ziemlich nah am Portal und so. Das hätte jetzt extrem Style. Was ist das eigentlich für hässliche Grafikfehler? Können theoretisch auch die Pilze abhacken, um uns eine Pilzsuppe zu craften. Au. Hier ist voll die schöne Lichtung. Das ist jetzt zauberhaft. Richtig nett. So, wir gucken trotzdem weiter. Ja, sauber. Fritte wieder in seinem Jump-and-Run-Element, man merkt's. So. Na, ich guck ja nur mal. Ich habe ja die Hoffnung, etwas zu finden, aber steht natürlich nicht fest, dass wir das auch finden werden. Es gibt das Zeug zwar. Wow. Aber niemand sagt, dass es das hier gibt. Ich lasse jetzt auch mal die Wegmarkiererei sein. Ich denke mal, wir sind eh lang genug hier unterwegs, vermutlich. Ist das hier episch, ey. Krass. Extrem viel Wald. Irgendwie zieht es mich vom Gefühl her mehr nach da drüben, aber. Was ist denn das für ein Lied? Ist das Trackmania? Das könnte Trackmania jetzt sein. Ja, das ist Trackmania. Yo. Passt gerade zum hektischen Umherrennen.
Aha. Da hört aber der Wald auf. Da möchte ich da nicht hingehen. Wow. Bam, bam. Badam. Au. Bam, bam. Badam. Dam, dam. Dadam. Wir gucken mal weiter. Den Platz im Inventar geschafft. Heppa. Na, das hat nicht geklappt. Na gut, wir schauen trotzdem mal weiter. Schöner Birkenwald hier. Ah. Weiß nicht, ob die betreffende Sache, die ich suche, auch in Birkenwäldern auftauchen kann. Ich glaube nicht. Also, soweit ich weiß, kann sie halt in Wäldern spawnen. Aber Birkenwälder sind davon, glaube ich. Oh. Oh. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Oh. That's not so good. Ich denke mal, ihr wisst, worum es sich hierbei handelt. Das war mal eine Palme. Das war mal eine Palme, als wir noch diese andere Mod installiert hatten. Das heißt, wir sind gar nicht so weit weg von zu Hause. Und das heißt, wir sind eigentlich jetzt auch nicht in einem Elfergebiet, oder? Heißt es das? Bin da gar nicht sicher. Ich laufe mal ein bisschen. Das Problem ist halt auch, wenn ich vom Portal weglaufe, ich weiß nicht, ob wir dann nicht Richtung Spawn sogar laufen. Keine Ahnung. Das sind alles Sachen, die ich nicht weiß. Auf jeden Fall weiß ich, dass das hier nicht die 1.11 sein kann, eigentlich. Eigentlich. Naja, wir gucken mal. Aber gut ist das auf jeden Fall nicht. Wir sind nicht weit genug weg. Also hier wird nichts spawnen in der Richtung. Die Frage ist halt auch, sollten wir es jemals finden? Was machen wir dann? Ich meine, wir können es jetzt nicht groß markieren oder so. Können eigentlich gar nichts damit machen. Und wir haben hier extrem viel Wasser außen herum, muss ich mal sagen. Gleich das nächste Trackmania-Lied. Ich habe eigentlich Zufallswiedergabe eingestellt. Auch wenn man davon bislang nichts merkt. Aber gut. Ruckel. Irgendwie haben wir manchmal ein paar Frame Drops. Keine Ahnung, woher die kommen. Schöner Birkenbaum in der Luft, auch sehr nett. Waren wir hier schon mal? Ich kann mich halt null daran erinnern, hier schon mal gewesen zu sein, um ehrlich zu sein. Was es allerdings nicht ausschließt. Keine Frage. Ich glaube, ich laufe auch jetzt wieder zurück, ne? Au. Ich glaube, wenn wir jetzt links laufen würden, kämen wir wieder in Richtung Portal. Aber ich vermute fast, wir sind hier auf einer Insel, auf einer großen. Habe ich so das Gefühl. Da-dam. Da-dam.